interessanter. Und was da so alles passiert ist, habt ihr schon ein bisschen gesehen als im Teaser. Ihr seht es jetzt auch ein bisschen an mir. Es war einfach nur episch. Episch beschreibt es ziemlich gut. Ich bin ein Ginger Jesus geworden. Und ich bin im Rahmen gewesen. Das ist egal. Ich am meisten hoffe, ist ja, dass wir, weil wir jetzt gerade nach Hause fahren, dass mich entweder die Polizei aufhält oder was fix eintreten wird. Wir werden ein paar Freunde vom Bahnhof abholen und dann sitze ich einfach so im Auto drin und so, Alter, was ist denn jetzt los? Soeben haben wir alles vorbereitet für den grandiosen zweiten Shooting-Teil. Man sieht ein Kreuz. Und was das Ganze wirklich ist, gibt es nach einer kurzen Werbepause. Nun werde ich eingekleidet. Ganz viel Liebe machen wir jetzt. Genau, ganz viel Liebe machen wir jetzt quasi so ein Röckchen und dann werden wir so ein bisschen drapieren. Wie so ein Känguru, kann er nur voll einhauen. Das knoten wir dann jetzt einfach auf der Seite so ein bisschen hinten zusammen. Wenn du ein Geschäft gehst, kann man einfach hier vorne einladen. Chips, Wein, Bierkissen. Dass der nicht da irgendwie Bilder machen. Genau, ich tue nur ein bisschen, wenn man sieht, ich tue nur ein bisschen knipsen. Ne? Ja. Jetzt werde ich mich in meine natürliche Pose begeben und mich da hinpflanzen. Ich kann nicht gleichzeitig mit dem Bogen. Ich kriege jetzt schon Lachkram. Ich habe eine professionelle Kopfstütze unter mir. Was sind denn das? So ein Malerwandel holen wahrscheinlich. Ja. Mein Kranz schmerzt schon langsam dezent. Es kann ja sein, dass ich in den nächsten Videos Narben am Kopf habe. Jetzt läuft gerade was über meinen Ohren drüber. Alter, es ist voll im Gange hier. Ich bin dir erreicht. Das ist ein mächtiger Busch. Jo, wie man sieht, das Shooting ist höchst professionell und erfolgreich über die Bühne gegangen. Wir haben grandiose Bühne mit einem Rahmen gemacht, grandioser Jesus-Pick. Das kann nur geil werden. Das Wahnsinn gibt es auf jeden Fall in der Beschreibung, die sind hier verlinkt und ein paar Fotos sind auch noch im Anschluss hier verlinkt. Es ist einfach nur göttlich. Druckt euch aus, hängt euch übers Bett, vors Bett, aufs Nachtkästchen, irgendwo hin, wo ihr es jederzeit seht. Oder zum Beispiel als Fassade, ein Groß, würde auch funktionieren. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, schau uns, der Heavy. Auf jeden Fall danke an die liebe Ante, dass sie mit mir das Shooting gemacht hat. Es war ein mega Spaß und ich hoffe, wir können demnächst auch wieder irgendwas anstarten. Vielleicht auch in Videoform. Keiner weiß, man munkelt nur.